Bin gespannt, was die jetzt zu sagen hat. Was Versöhnliches zum Ende dieser Questreihe vermutlich nicht. Auch wenn ich es mir wünschen würde. Wird es schlimm für euch ausgehen? Ich sagte doch, ihr sollt gehen. Ich weiß nicht, wo das dumme Mädchen ist. Ich werde euch beobachten. Eher uncool. Reden wir mal mit Vera. Aneta ist weggelaufen. Wohin kann sie gegangen sein? Schon wieder? Ich hoffe, dieses Mal bleibt sie fort. Ohne sie bin ich besser dran. So viel zu all ihren großen Ideen, um mich zu heilen. Was hast du denn genau überhaupt? Ich meine, vielleicht könnten wir ihr auch so helfen. Hier da. Hier drüben. Draußen. Reden wir erstmal nochmal mit Vera. Irgendetwas stimmt überhaupt nicht mit ihr. Das weiß ich doch. Ich habe versucht, euch zu warnen. Ihr hättet mir eher zuhören sollen. Alles, was sie jetzt tut, habt ihr zu verantworten. Okay, also mal ganz ehrlich, du hättest ruhig etwas rigoroser versuchen können, mich davon abzuhalten. Sie hat versucht, euch zu heilen. Dieses Mädchen hat mir immer schon schreckliche Tinkturen aus was weiß ich welchen Zutaten gegeben. Hat sogar versucht, mich nach Wijinhani zu schleppen. Dort gibt es Heiler. Sie können helfen. Als wüssten es diese hüttenbewohnenden Wilden besser. Wow, okay. Wir haben eine gedämpfte Stimme gehört, aber wo mag die sein? In diesem Gebäude? Nicht hier. Folgt mir. Ah, wen haben wir denn hier? Sprecht mit Susanna, ja. Erstmal muss sie stehen bleiben. Sonst kann ich nicht mit ihr reden. Hier ist ein Schemel. Setz dich doch mal drauf, Muttchen. Dann können wir vielleicht doch nochmal. Okay. Ah. Der Preis, der bezahlt werden muss. Warum habt ihr mir zugeflüstert? Ihr wollt doch Aneta helfen. Sie ist so ein liebes Kind. Sie hat das nicht verdient. Sie will ihren Fluch heilen. Es gibt ein altes Buch mit Hausmitteln, in dem verderbtes Blut erwähnt wird. Wenn ihr es findet, erfahrt ihr vielleicht, wo sie hingegangen ist. Und bitte beeilt euch. Ihr könntet durchaus die einzige Person in ganz Havisar sein, die sich für das Mädchen interessiert. Nun, das stimmt ehrlich gesagt nicht ganz. Alle anderen Spieler tun das nämlich auch. Okay, wir müssen also dann mal schauen. Da wollten wir gar nichts machen. Jetzt müssen wir mal eben hier gucken. Sucht in den Häusern nach dem Buch der Hausmittel. Ach so, ich soll hier da drin... Okay. Dann fangen wir doch mal hier an. Grüntals Geschichten. Ein Buch mit Geistergeschichten und Kindermärchen. Eine besonders grausige Geschichte handelt von einem Mann ohne Haut, der ein Kind in einen blutigen Sack steckt und mit ihm verschwindet, weil es seinen Eltern nicht gehorcht hat. Das klingt ähnlich wie das, was Aneta passiert ist. Auf jeden Fall. Aber hier ist auf jeden Fall nicht das, was wir brauchen. Vielleicht ist es irgendwo hier hinten. Arzneibuch von Wijinhani. Ein uraltes Buch, das die medizinischen Verwendungszwecke der Flora und Fauna Havisars beschreibt. Ein Kapitel handelt von einem Heilmittel für verderbtes Blut, welches das Gift einer Spinne erfordert, die nur in den Blindhöhlen vorkommt. Reis zu den Blindhöhlen. Das ist auf jeden Fall eh der Weg, den wir gehen wollten. Wir werden eine Möglichkeit finden, ihr zu helfen. Das kann ich hier nicht tun. Ich hoffe, sie kann sich wenigstens noch ein bisschen gedulden. Na, hier müssen wir dann mal absteigen. Oder wartet, ist hier oben vielleicht noch eine Statue?
Das ist nämlich eigentlich der ideale Ort dafür. Stopp. Nein, keine Emojis. Keine Emotes, keine Emojis. Ich will diesen Social-Quatsch nicht. Ich will allein sein. Das Schicksal eines jeden Weltretters. Einsamkeit. Die Würde, die wir tragen. Stimmt's, Frodo? So, erledigt. Nee. Interessanterweise wirklich keine Statue. Rand des Glaubens. Wo führt dieser Weg lang? Ah ja. Tomiris, Zakarum-Initiantin, da ist sie ja. Die Blindhöhlen wären dann hier unten. Machen wir zuerst die Blindhöhlen. Wir müssen Aneta helfen. Oh, Aneta ist auch direkt hier. Interessant. Die Stimmen. So viele. Aneta, geht es euch gut? Ich fühle mich nicht gut. Die Stimmen sind so laut. Sie schreien mich an. Ich brauche das Spinnengift aus dem Inneren der Höhle. Ich muss heim zu meiner Mutter. Bitte. Krass, dass du das fast gänzlich ohne Sprechblasen rezitiert hast. Nicht schlecht. So, dann gehen wir mal in die Blindhöhlen. Und versuchen in diesem Dungeon das Spinnengift zu finden. Und außerdem befallene Dorfbewohner zu töten. 3 Stück. Der hatte nicht das Spinnengift. Aber offenbar müssen wir dafür einfach nur Spinnen töten. Die werden halt auf der Minimap jetzt wieder gesondert angezeigt. Und das ist eigentlich immer das Zeichen dafür, dass man von denen einen besonderen Gegenstand bekommt. Beziehungsweise, dass in irgendeiner Art und Weise eine Quest, dass sie für eine Quest relevant sind. Noch mehr Spinnengift. Truhe. Warum wundert mich das? Ich habe keinen Mann. Töte 1000 Werwölfe auch schon. Nicht schlecht. Ah, schade, wir haben wohl noch nicht genug Gegner besiegt. Doch, schlachtet genug Gegner ab. Hm. Okay. Jesus Christ, ey. So, was haben wir denn hier Schönes drin? Eigentlich gar nichts mal so Gutes. Meine Taschen sind voll. Natürlich sind die Taschen voll mit lauter Zeug. Vielleicht sollten wir das einmal nach Zabinzett zurückbringen. Also die legendären Gegenstände, sage ich euch gleich, würde ich gerne alle zerlegen. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, wow, das öffnet mein Höschen. Nein, nein, im Gegenteil.
nichts Interessantes an sich. So, was haben wir denn hier? Abstruses Siegel. Okay. Und das ist das Einzige, was wir vielleicht mal behalten sollten. Blitzspeer ist jetzt für mich auch nicht relevant. Das kann man vielleicht mal behalten. Ansonsten... Ja, mein Problem damit ist, warum ich jetzt auch das Inventar nicht regelmäßig prüfe oder auch nicht die Gegenstände regelmäßig prüfe, die wir hier so bekommen. Ich finde, ehrlich gesagt, wie die Items aufgezogen sind, was für Stats sie haben und so weiter und so fort, das finde ich in diesem Spiel jetzt nicht so unglaublich spannend. Das fand ich in Diablo 3 irgendwie besser. Also die Werte, die wir hier haben, sind sehr abstrakt. Irgendwelche Prozentanzeigen für irgendwas, ich meine... Schaden über Zeit des Typs Feuer und dann hat man noch irgendwie Sonderschaden gegen eingefrorene Gegner, gegen betäubte Gegner, gegen unterkühlte Gegner und keine Ahnung was. Also es ist halt sehr zerfasert irgendwie. Sodass man, also ich kann das ja nicht im Kopf ausrechnen, was da für mich oder für meine Situation besser wäre. Es ist alles sehr, sehr abstrakt und das ist, glaube ich, das, was mich so ein bisschen davon abhält, da genauer hinzugucken. Und das ist eigentlich schade. Das ist wirklich eigentlich schade. Ich glaube, das tut insgesamt dem Spiel auch nicht gut. Weil wenn es anstrengend ist, den Loot zu überprüfen in einem Hack and Slay, dann kann das nur zu Problemen führen. Weil das ist doch gerade der Sinn eines solchen Spiels. Dass man sich gerne den Loot anschaut, dass man auch... jedes kleinste bisschen noch aus seinem Charakter rausholen möchte und weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das in dem Spiel so habe wie in anderen Hack'n'Slays oder wie in anderen Diablos zuvor. Mag sein, dass das vielleicht auch mit der Grund ist, warum das Spiel ja generell nicht so gut läuft. Jetzt mal abgesehen davon, dass es halt auf jeden Fall Qualitäten hat, gerade in der Kampagne, die ja auch sehr ausführlich ist. Das hilft halt nur nicht, wenn die meisten Spieler das Spiel für den Late-Game-Grind und so weiter und so fort spielen. Hier haben wir einen Dorfbewohner, oder? Ja, verseuchter Dorfbewohner. Einer von dreien und da ist er auch schon erledigt. So, zwei to go. Das ist erstmal jede Menge Zeug hier. Meine Güte. Wie groß diese Gänge einfach immer sind. And the next. Hatte der nicht dieselben Fähigkeiten sogar? Also vampirisch auf jeden Fall und Mörser glaube ich auch. Sehr gut. Weiter geht's. Als nächstes gehen wir mal hier oben lang. Alles wegsprengen. Lass mich raten, das da oben ist eine Kammer, die wir noch nicht öffnen können. Ah, doch. Was haben wir hier noch? Den nächsten Dorfbewohner. Na, dann nehmen wir die beiden hier doch mal... zeitgleich dran. There's nothing to worry about. Ooh.
Sehr, sehr schön. Wo müssen wir denn zurück? Reist nach Mitternachtshafen. Oh Gott, dieser Name. Die Frage ist, wo ist der? Wobei, der ist wahrscheinlich in der Mitte, ne? Eklige, kleine, explodierende Zyste. Und weg mit ihr. So. Entweder das ist in der Mitte, dieser Mitternachtshafen, oder hier oben an der Seite. Aber das glaube ich nicht mal. Wir haben dieses Dungeon-Layout schon häufiger mal gesehen. Und da war es immer so, dass in der Mitte noch ein besonderes Gebiet war, wo dann der Endboss auftauchte. Und so ist es garantiert auch hier jetzt wieder. War so klar. Hasra, ach du Scheiße. Den habe ich ja jetzt ja gar nicht gerechnet. Ich bin der Unterdrücker. Ich unterdrücke gerne. Weg mit euch. Haben wir noch 18 Sekunden für die offensichtlich letzte Welle. Nur du? Okay. Das überrascht mich ein wenig, aber na gut. Immerhin haben wir noch einen Elite-Gegner, um den wir uns kümmern können. Handschuhe legendäre. Nice. Wow. Pestschatten ist auch nochmal mit an Bord. So was haben wir hier. Solange Eisrüstung aktiv ist, hinterlasst die explodierende Eisstacheln, die 291 Schaden verursachen. Eisstacheln bringt uns halt auch nichts. Okay, die Mitternachtshöhlen sind nicht da, wo ich sie wirklich vermutet habe. Dann sind sie nämlich doch hier oben. Das Spiel hat mich gelinkt. Ich dachte, ich würde diesen Dungeon-Aufbau kennen, aber... Mir fehlt das Nötige. Tja, ärgerlich. So, weiter geht's. Sind das die Mitternachtshöhlen? Immer noch nicht. Es sind immer noch die Pesttunnel. Immer noch. Oh oh, Zyste. Wahnsinn. Hier oben? Mitternachtshafen. Brutwache. Oh nein. Besiegt die Brutwache. Da haben wir den Endboss dieses Dungeons. Vielleicht sollten wir einmal ein wenig ausweichen. Um Gottes Willen, diese ganzen Spinnenwirte. Ah. Wir müssen diese ganzen kleinen Ads in der Nähe der Brutwache zum Explodieren bringen. Dann kriegen wir hier noch den extra Schaden mit rein. Gegen die Brutwache. Aber es ist schon heftig, wie sehr man die mittlerweile tanken kann.
ey, dieser mega Fussrodar-Angriff. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Danke für die Stiefel. Außer dem Aspekt des wütenden Sturms freigeschaltet. Was bringen die Stiefel? Wenn mindestens 5 Gegner in eurer Nähe sind, betäubt ihr sie 2 Sekunden lang. Dieser Effekt kann nur einmal alle 20 Sekunden auftreten. Dauer von Stärkungseffekten durch Schreine plus 5% ist halt auch so etwas, was man überhaupt nicht braucht, ne? Weil wie oft kommt das vor? Also wenn das ein Attributsplatz auf meinem Gegenstand verbraucht, dann Prost Mahlzeit. So, kochender Topf. Rein mit dem Spinnengift. Mit Aneta gequatscht. Seid ihr euch dabei sicher? Nein, aber nur so kann ich wieder nach Hause. Oh. Oh Götter. Tut das weh? Um Gottes Willen. Natürlich tut es weh. Ihr habt gekochtes Gift getrunken. Wer seid ihr? Lasst mich! Euer Blut ist entflammt. Schließt eure Augen und atmet langsam. Wer ist sie denn? Wie? Fragen könnt ihr später. Trinkt das zuerst, bevor ihr von eurem Kurzsichtigen... Und plopp, sie ist weg. Okay, die ist interessant. Gulias, reden wir mal mit ihr. Wer seid ihr? Mein Name ist Gulias. Dieses Kind ist nicht verflucht. Es hat große Kraft in sich. Es wurde vom Sumpf erwählt, wie Jahre zuvor auch ich. Was? Ich? Ihr seid auserwählt, eine Hexe von Havesaat zu werden. Aber ich kann nicht. Ich kann meine Mutter nicht verlassen. Sie ist krank. Sie braucht... Ihr könnt ihr in diesem Zustand nicht helfen. Aber ich verspreche euch, beizubringen, was ihr wissen müsst, um für sie zu sorgen. Um eure Kraft zu kontrollieren. Ich... Aneta, ihr könnt vor eurem Schicksal nicht davonlaufen. Der nächste Schritt wird schwierig. Und die Reise zur Ostküste ist noch das Einfachste. Wow, sehr, sehr interessante Wendung auf jeden Fall. Eine Hexe von Havesaat, eine Hexe des Sumpfes. Wo gehen die jetzt hin? Sprecht mit Kreuzritter Berold immer noch. Sprecht mit Vera. Oh, Vera ist da. Hip hip hurra? Nee, wohl eher nicht. Die Blauen können wir mal wegschmeißen. Was ist denn hier los? Was macht ihr hier? Ihr helft ihr. Ich habe es gesehen. Wo sind sie hin? Sagt es mir. Nein. Nö. Für wen haltet ihr euch eigentlich? Sie ist meine Tochter. Meine. Sobald die anderen davon hören, wird euch das leid tun. Ach du Scheiße. Sammelt Anetas Andenken. Ah, hier. Anetas Andenken. Ich sollte das zurückbringen. Auf dieser einfachen Halskette prangt das Zeichen der Zakarum. Sie weist deutliche Brandspuren auf. Ja klar, weil sie ja ständig in Flammen aufgeht. Sie ist offenbar auch hier. Bevor wir da jetzt weitermachen, können wir vielleicht ja nochmal mit Tomiris reden und die Quest erledigen. Das ist jetzt schon lange überfällig. Ich habe Tomiris ein bisschen warten lassen. Sorry. Was müssen wir denn hier jetzt noch machen? Seid ihr bereit, zu Maugans Torheit aufzubrechen? Das bin ich. Brechen wir auf. Na dann, los. Wo ist denn Maugans Torheit? Er hat mir von einer Abkürzung erzählt. Eine beschädigte Brücke. Aber man kann sie noch überqueren. Richtung Südosten. Alles klar. Froh, jemanden zu haben, der auch mal wieder ein bisschen mitkämpfen kann. Das ist immer gut. Los geht's. Halte dich vielleicht nicht mit jedem kleinen Piss-Zombie auf hier. Hier drüben, rechts. Diese führt uns direkt zurück. Rechts.
Na toll, jetzt habe ich dein Mittagessen überall auf mir verteilt. Wunderbar. Hier drüben rechts. Hier? No. Nerv doch nicht jetzt. Wir gehen jetzt mal hier unten lang. Keine Ahnung, was Tomiris genau meinte. Hier? Ne, hier ist auch keine Brücke. Okay, irgendwie bin ich komplett dumm. Ich finde die Brücke nicht, die gemeint ist. Aber vielleicht ist die Brücke auch hier oben. Und wir haben sie einfach nur übersehen. Hier? Nee. Das kann ja nicht sein. Ist sie denn dann hier? Ist sie doch hier? Ja, da oben, ne? Ja, da unten ist sie. Ha! Und rüber da. Lichtschwund heißt es hier. Und eine weitere Quest. Fleisch und Blut. So. Hier rechts. So kommen wir zu Morgens Torheit. Doch seid auf der Hut. Weiter bin ich allein noch nicht gekommen. In diesem Gebiet wimmelt es von Untoten. Morgens Werk. Betretet Morgens Torheit. Meine Güte. Ja, ganz schön eklig hier. Kann ich verstehen, dass du nicht weitergehen wolltest. Ha. Gesehen. So. Morgens Werk. Wir kommen der Sache näher. Meine Herrin sollte in der Nähe sein. Oder eher ihre Leiche. Wenn wir Glück haben, ist ihre Rüstung unberührt. Und wir können schnell wieder von ihr weg. Findet die Kreuzritterrüstung. Wahrscheinlich ja irgendwo in der Mitte hier. Gar nicht mal, hätte ich jetzt gedacht. Oh nein. Die Auswirkungen des Todes haben längst eingesetzt. Ihr Körper ist blass und starr, ihre Fäuste sind geballt. Selbst im Tod klammern sie sich fest an ihre Waffe. Habt ihr die Rüstung gefunden? Nein. Genau das hatte ich befürchtet. Der Abschaum in diesen Ruinen muss ihre Rüstung gestohlen haben. Wir müssten drinnen nach ihr suchen. Ich wusste, dass sie es unmöglich geschafft haben kann, aber sie so zu sehen... Wir müssen die Rüstung finden. Yep, das müssen wir, um ihr die letzte Ehre zuteil werden zu lassen. Aber das machen wir nicht mehr in dieser Aufnahme, sondern in der nächsten, wenn es wieder heißt Let's Play Diablo 4. Wir werden zwischendurch wahrscheinlich nochmal das Inventar ein bisschen leeren, weil das halt schon wieder super voll ist. Und dann gucken wir mal, was wir in Morgens Werk vorfinden werden. Ja, besonders viele Quests haben wir jetzt hier nicht geschafft. Aber, na, nach und nach wird das auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.